Ich melde mich mal eben. Es ist nachts. Es ist bereits Freitag, der 8.11. Und ja, ich dachte, ich fange mal wieder das Vloggen an. Und aus einem Grund heute Nacht. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Mal schauen. Warum gerade heute oder dieses Wochenende? Ich bin dieses Wochenende auf der Littlar und freue mich wahnsinnig darüber und treffe nette Leute. Und ich glaube, kann ganz schön werden, euch da ein bisschen mitzunehmen und für mich die Erinnerung zu festzuhalten. Das wollte ich in den letzten beiden Jahren auch schon und ich habe es nicht geschafft. Dies Jahr könnte ich es mal schaffen. Genau. Ja, wie gesagt, ich bin wahnsinnig müde. Es gibt total viel, was ich euch eigentlich zeigen will, was ich eigentlich noch in Videos verpacken und bearbeiten möchte. Und es gibt auch wahnsinnig viel, was ich eigentlich gern festgehalten hätte und ja, mehr Material darüber hätte, gibt es aber nicht. Und so viel, was es zu erzählen gibt und was passiert ist. Genau. Gleichzeitig irgendwie schön, dass es irgendwie sich fast wie ein frischer Neuanfang anfühlt. Und all das, was hier im Hintergrund so ist, da gibt es auch ganz viel dazu. Deswegen, genau, nehme ich euch einfach mit. Mal gucken, ihr werdet sehen, ob das hier dann der Anfang ist oder vielleicht auch das Outtake-Ende. Ich weiß es noch nicht. Und ob es dann vielleicht erst morgen früh anfängt. Also wenn ich aufwache, meine ich. So richtig. Genau. Ich habe schon wieder was vergessen. Ich will nicht nochmal mein Laptop anmachen. Es ist nach 1 Uhr. Warum? Warum? Ja, ich sage jetzt mal gute Nacht. Mal gucken. Ich hoffe, ich komme auch bald ins Bett. Guten Morgen. Ich bin tatsächlich gerade aufgewacht, so sehe ich auch aus. Und ich wollte euch heute mitnehmen. Heute ist Freitag, der 8. November und ein abgefahren cooler Tag, auch wenn es erst morgens ist. Ich, ja. Ich werde dann mal langsam aufstehen. Es gibt ein paar Dinge zu erledigen. Und ich nehme euch einfach mit. Und ja, heute Abend sehe ich endlich mein Herzensmenschen Lisa wieder. Und ich freue mich so. Genau. Ja, jetzt geht's aber los. Auf! Okay, überbelichtet. Ich zeige euch aber trotzdem mal die Aussicht, auch wenn sie jetzt heute nicht ganz so schön. Es heute ist sie sehr herbstlich. So, aus meinem Himmelbett. Da seht ihr dort oben noch die Stange und die Pfosten. Gucke ich auf mein Fenster mit einem wunderschönen Vorhang. Und dahinter seht ihr jetzt gerade nur eine weiße Wand. Das ist Nebel. Genau, ich mache euch die immer auf. Also heute sieht man eigentlich fast nur noch den Garten meiner Vermieter und ein bisschen Feld dahinter. Die Pferde sind heute auch gar nicht da und draußen. Fast schade, aber ja, alles was ihr weiß seht, dahinter käme nur noch grün. Also ich gucke vollkommen ins Grüne und ja, vielleicht wird es später ein bisschen schöner. Dann seht ihr noch eine schöne Aussicht. Thank you.
So, ich sitze hier und frühstücke noch. Ich sitze auf meinem Fensterbrett und ich liebe das unglaublich. Egal ob hier, in quasi meinem Esszimmer oder drüben an meinem anderen Fenster, das ihr schon gesehen habt. Da sitze ich auch unglaublich gerne oder frühstücke da auch. Deswegen, was war das? ja, ich weiß gar nicht, wozu ich Möbel und Stühle habe. Wozu eigentlich, wenn es Fensterbretter gibt. Genau, also ich frühstücke jetzt noch fertig und dann mache ich mich auf den Weg. Es geht Richtung Starnberg bzw. Tutzing am Starnberger See. Mit dann hoffentlich ordentlich Haaren. Egal. Meine aktuelle Lektüre zeige ich euch natürlich auch noch. Und dort werden wichtige Dinge getan in Tutzing. Unter anderem auch meine Tante getroffen. Und dann geht sie wieder zurück. Dann wird hier noch eine Wohnung Klarschiff gemacht. Und dann heute Abend geht es vielleicht zu einer ganz coolen Überraschung. Mal gucken. Und es geht vielleicht auch, was heißt vielleicht, es geht ganz sicher nach München rein. Und ich hole Lisa ab und bringe sie sicher in ihr Hotel in München. Die kommen nicht für dieses Wochenende, denn es ist Lit Love. Und es ist so schön, Lisa wieder zu treffen. Ja, einfach ein Herzensmensch. Und deswegen habe ich auch gesagt, na klar, Lisa, ich hole dich ab, damit wir zumindest den Weg von ihrem Flixbus bis hin zum Hotel haben und uns da schon mal ein bisschen austauschen können und uns dann ja morgen sehen. Und ja, ich freue mich riesig. Ich freue mich so riesig, sie endlich wiederzusehen und sie in die Arme zu schließen und zu sagen, hey, schade, dass wir so weit auseinander wohnen. Aber umso schöner, wenn wir uns wiedersehen. Genau. Das ist so mein Tagesplan. Mal gucken, was noch so dazwischen kommt. Thank you.
So, ich war jetzt gerade auf der Ausstellung und ja, eine so coole Erfahrung. Echt richtig toll. Derjenige ist ein wahnsinnig toller Mensch, der herumreist mit seinem Würfel, mit seinem Weißen und die Leute fotografiert. Und zwar in so einem Close-up-Porträt hauptsächlich, der mit ihnen spricht, der sie kurz kennenlernt. Überall auf der Welt. Und er macht einen einzigen Halt in Deutschland. Und das ist hier. Verdammte Axt. Es ist einfach in Fürstenfeldbruck. Und ich krieg's rechtzeitig mit und ich bin dabei. Und ich bin jetzt auch Teil dieser Reise und dieses Projekts und habe ein Foto mit ihm gemacht. Und es fühlt sich so besonders an, obwohl heutzutage jeder ein Foto machen kann mit seinem Handy und jeder es wahnsinnig schnell verbreiten kann, wenn er möchte, über Instagram oder über sonst irgendeine Plattform. Und dann, ja, es ist einfach so was Besonderes, sich da hinzustellen in diesen weißen Würfel, vorher anzustehen dafür. Und ja, keine Ahnung, irgendwie. Ja, er sagt, nimm dir einen Moment, mach die Augen zu, versuch dich zu fokussieren, tief durchzuatmen, anzukommen, reinzuspielen. Was ich eigentlich gerade sagen wollte, bevor der Akku der Kamera weg war im Auto. Ja, er hat es geschafft, zu sagen, okay, konzentriere dich kurz. Wie war dein Name? Anja? Ah, okay. Okay, Anja, dann konzentriere dich, mach die Augen zu und spür mal rein. Und dann mach ganz langsam die Augen auf und guck mich ganz direkt an. Und hat nur noch gesagt, jetzt denk an deinen Traum. Und bei mir ging es los und ich habe angefangen zu strahlen und wusste gar nicht mehr, wie es um mich geschehen ist. Und ich hatte den Eindruck, er hat für sein Gefühl nicht schnell genug abdrücken können, um das einzufangen. Und es war wahnsinnig toll. Es war so ein berauschendes Gefühl, durch so wenig ausgelöst, obwohl es eigentlich mir zu laut drumherum war und so viele Menschen. Ich kannte alle nicht drumherum und eigentlich ein Stück weit eine ganz unangenehme Situation und so voll out of your comfort zone und doch irgendwie richtig toll. Ja. Und ich muss sagen, wenn man sich halt traut, da hinzugehen, so, klar, da kannte ich niemanden, absolut niemanden. Ich wohne hier seit einem Jahr und ich kenne da trotzdem niemanden. Und ich wurde halt angesprochen dann. Und ich wurde dann gefragt, so, ob ich auch ein Foto von ihm mache, weil ich die Kamera in der Hand hatte. Und ich meinte so, ja, vielleicht. Vielleicht mache ich das. Und dann hat sie gemeint, ja, das findet sie gut. Ja, und hat sich mit mir unterhalten und hat gesagt, sie ist öfter da und sie hilft auch immer mal mit, so bei so Ausstellungen. Und sie findet es total toll, was es an Kultur und Kunst gibt in Fürstenfeldbruck. Und ja, wahnsinnig toll, wahnsinnig toll. Und dann hat sie gemeint, naja, vielleicht sieht man sich auch wieder hier. Und ich so, ja, bestimmt. Ich bin gerade dabei, mich hier so richtig wohl zu fühlen und alles anzugucken und so solche Sachen spontan zu machen, wenn ich die sehe, dass sie stattfinden und genau. Ja. Richtig, richtig cool. Und zu diesem Projekt White Cube Come Together Now Project. Ich finde es wahnsinnig toll. Ich fand auch die Bilder alles so, so toll. Wie er es geschafft hat, immer irgendwie was einzufangen. Das kann er. Das kann er definitiv. Und er hatte auch Bilder nicht nur von Porträts, so Close-Up-Porträts, wie das, was er jetzt quasi auch abends gemacht hat hier, sondern, und was er eigentlich hauptsächlich macht, sondern auch von Händen. Und ich war fast von diesen Händen noch mehr begeistert als von den Porträts. Obwohl Porträts natürlich so viel aussagen und Gesichter und Mimik und oh, es gibt so viele Muskeln im Gesicht und das kann so viel ausdrücken und auch die Augen und irgendwie eine gewisse Haltung merkt man da auch meistens und
Trotzdem fand ich die Hände irgendwie noch faszinierender. Einfach vielleicht, weil ich mit Händen arbeite, weil ich meine Hände so sehr schätze und glaube, dass Hände einfach auch was Tolles sind. Da bin ich irgendwie wichtig. Brr, brr. Ja. Doch, ich fand die Hände richtig toll, die Porträts. Und das habe ich ihm dann auch gesagt und habe gemeint, so, ich bin Therapeutin und ich finde dieses Berührende in den Fotos, gerade von den Händen, ohne dass es berührt, ohne Berührung, fände ich wahnsinnig toll. Und er meint, das ist noch so, da müssten wir jetzt fast ein Foto von Händen machen. Und ich so, naja, passt schon, es warten noch so viele und so. Und dann habe ich gemeint, okay. Aber ich habe gemerkt, so er hat es total ernst genommen, so mein Kompliment. Und er hat total gemerkt, so, wow, die guckt nicht nur an und sagt, oh, ein schönes Bild, so, ein schönes Foto. Sondern, ja, dass da eben noch mehr dahinter steckt. Und doch, ja, also ich muss sagen, vielleicht ist es übertrieben, aber für mich hat so ein bisschen meine Seele geheilt und mir ganz viel gegeben. Und das einfach, in Anführungszeichen, einfach nur mit Kunst, einfach nur mit Bildern, einfach nur mit einer Ausstellung, wo ich war. Und auch mehr so spontan. Ich habe es gestern gesehen und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Ich mache da halt mal mit, ich gehe da mal hin. Und dann ist mir im Laufe der Zeit, auch heute, als ich meiner Tante erzählt habe, nochmal bewusst geworden, es ist eine einmalige Gelegenheit, so an so einem Kunstprojekt teilzunehmen, Teil davon zu sein. Und andererseits bin ich auch so gern immer Teil des Lebensweges meiner Patienten und helfe so gern. Und ja, bin da gerne ein Teil davon. Und gleichzeitig werden diejenigen ja auch alle ein Teil von mir so. Und jeder Patient für sich und ein kurzer Ausschnitt und ja, die Zeit, die ich denjenigen halt behandeln darf. Und das ist wahnsinnig schön. Und dieses Kunstprojekt, ja, ich finde es total toll. Er plant irgendwie für die nächsten 4 Jahre, hat er 30 Länder geplant. Und als einzigen Ort in Deutschland, bis auf das Tierheim in Berlin, wo er wohl war, mit Tieren, mit Hunden, hat er da Fotos gemacht. Oder ein Tier, also Begegnung Tier und Mensch, war er nur hier in Fürstenfeldbruck. Und ich war da und bin Teil des Ganzen. Wie cool ist das? Ja, und wer weiß, was daraus noch wird, was für eine Bewegung vielleicht daraus noch wird, welche Menschen es noch erreicht. Und gerade so in aller Welt, ich finde es total schön. Er möchte möglichst so quer durch alle Schichten, durch alle Ethnien, durch alle Hautfarben, durch alle Glaubensrichtungen, durch alles hindurch irgendwie und alle zusammenbringen. Und das finde ich unglaublich schön. Genau, deswegen, wenn ihr Teil von irgend sowas sein könnt, dann macht das. Probiert es einfach aus. Es kann quasi nichts schief gehen. Und wenn ihr dann kein Foto, in dem Fall, euch trauen wollt und ein Foto machen wollt, dann eben nicht. Aber ja, seid Teil eines großen Ganzen. Das ist vielleicht die Botschaft. Genau. So, es ist soweit. Ich bin in München. Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin echt am ZOB und hole gleich Lisa ab. Ich bin echt mit dem Auto bis nach München reingefahren. Ich muss echt ein bisschen bekloppt sein. Ich bin da mega der Schisser, irgendwie Autofahren in München. Ich kann Autofahren, ich fahre unfallfrei seit vielen Jahren. Seit ich halt meinen Führerschein habe. Ich will gar nicht nachrechnen. 10 Jahren? Oh Gott, 11 Jahre? Oh Gott. Ja gut, ich rechne nicht nach. Genau. Und fühle mich unglaublich sicher eigentlich in meinem Auto. Aber mit meinem Auto in München ist so eine andere Sache. Jetzt ist abends, es ist nicht so viel los, es ist ein bisschen beruhigter, es ist kein geiles Licht in meinem Gesicht durch die Ampel. es ist beruhigter, es ist, ja, wie gesagt, nicht so viel los. Genau, wenn da jetzt nicht gerade jemand auf die Idee kommt, ein illegales Straßenrennen zu machen oder, mir würden 1000 Dinge wahrscheinlich noch einfallen, dann ist alles gut. Und ich habe sogar einen Parkplatz hier, das heißt, ich hole Lisa jetzt gleich ab, sie kommt gleich mit dem Bus an. Und dann fahre ich sie zum Hotel und ja, bin ihr persönliches Taxi für heute. Das ist auch nicht so verkehrt, glaube ich. Genau. Ja, dafür mache ich noch ein bisschen Platz im Kofferraum und schnapp meine Sachen und dann geht's los und Lisa abholen. Ich freue mich so. Hi. Hallo. Oh, Gott sei Dank. Thank you.